Moin Moin zu Deutschland, Aserbaidschan. Tja, warum stand da nicht Aserbaidschan? Ganz einfach, ich hab's nicht gefunden im Pro Evolution Soccer. Nur, ja, Serbien, Montenegro, und deswegen müssen die Jungs jetzt mal stellvertretend für Aserbaidschan hier zum Einsatz kommen. Ja, warum wollt ihr überhaupt gegen Aserbaidschan spielen? Ganz einfach, gestern war ich im Quali-Spiel Deutschland-Aserbaidschan. Jogi Löw gegen Berti Vogts, um es mal aus Trainersicht zu sagen. Und ja, Deutschland hat gewonnen mit 3:1, obwohl es jetzt kein wahnsinnig gutes Spiel war. Aber, ja, 1:0, das ging schnell. Aber die Deutschen, ja, waren halt ein Stück besser und konnten in entscheidenden Momenten zuschlagen. Allerdings ging es nicht so fix wie jetzt bei mir. Ich glaube, das erste Tor war kurz vor der Halbzeit. Ja, so war das gewesen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das hier an. Es war nämlich ein sehr schöner Pass auf den Lahm, auf die Außen. Und dann hätte man eigentlich auch schon den Kopfball mal machen können, aber da kam zu sehr auf den Mann. Und dann haben wir Glück gehabt, dass der Lukas Podolski schneller am Ball war als der aserbaidschanische Gegenspieler. Genau, so sieht's aus. Ja, 1:0 nach 5 Minuten. Freut mich. Freut mich sehr, kann ich nämlich ziemlich relaxed in die Partie gehen. Ist zwar noch nichts gewonnen, aber ich muss auch nicht so die Angst haben, sofort hinten zu liegen, wenn mir jetzt mal hier irgendwas misslingt. In der Defensive oder sonst so. Im Gegenteil, ich kann frei aufspielen und das funktioniert immer wunderbar. Auch wenn der Abschluss jetzt ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Aber dafür haben wir jetzt noch eine Ecke bekommen. Und noch eine Chance auf den Schuss. Ah, ja, Mertesacker. Der Mertesacker am 16er bringt einfach nicht so wirklich viel. Ich weiß auch nicht, warum der da rumsteht. Das ist irgendwie das Geheimnis des Spieles. Ich muss da irgendwann nochmal mir hier genau die Aufstellung angucken. Was die hier da für Taktiken eingestellt haben. Könnte natürlich sein, dass er bei langen Ecken, beziehungsweise generell bei Ecken, mit nach vorn kommen soll, um dann mal einen Kopfballtor zu setzen. Aber anders kann ich mir das auch nicht erklären. Warum hat der Bad Schuber den Ball jetzt gerade liegen lassen? Kann ich mir auch nicht erklären. Nun gut, ich liege eins nach vorn, von daher ist das mal ein bisschen egal. Möchte sich nur nicht häufen. Ach Gott. Ja, da spielen wir da klein, klein. Klein, klein wird da gespielt. Und jetzt lauf halt mal. Lauf auf der Außen und dann bring eine Flanke und nein, scheiße. Den Ball so weit vorgelegt. So ein Pech. Oh, guter Einsatz. Nein! Mensch, da könnte man aber auch mal abschließen. Dann würde es nämlich 2:0 stehen. Zumindest fast. Wenn es ein guter Abschluss werden würde. So wird es natürlich nichts. Naja, passiert. Es ist ja noch sehr früh im Spiel. Es ist also noch genügend Zeit, die ganze Sache wieder gut zu machen. Beziehungsweise überhaupt mal zu machen. Probieren wir es nochmal. Diesmal aber einen zeitlichen Pass. Und dann noch einen Pass. Und dann steht er direkt vor mir. So ein Pech, ey. Ja, gut für ihn, schlecht für mich. Da ist aber der Mertesacker schon wieder hier vorne. Ich sehe nichts von einer Ecke. Das ist schon wieder sehr verwunderlich, was da los ist. Ach nein. Ich sollte es mir abgewöhnen, die Sprintentaste dauerhaft gedrückt zu halten. Das bringt nur Nachteile mit sich. Insbesondere, wenn es so eng ist. Ah, er ist wieder in der Defensive. Mr. Ungerland. Oh, da bin ich nicht mehr angekommen. Aber dafür da. Dafür dann. Ich habe trotzdem Einwurf. Na, wer glaubt denn das? Hat hier natürlich gleich alles zugemacht. Von den... das war ein ziemlich schwacher Pass. Viel zu langsam.
Und trotzdem rennt der Mertesacker noch hier vorne rum. Das gibt's auch gar nicht, ey. Das macht mich nervös, so etwas. Das stört davon eigentlich nur. Ich halte mal jetzt da rein nach aller Taktiken aus. Jetzt müsste er sich eigentlich wieder nach hinten verkriechen. Macht er nicht. Ist da nicht wahr. Oh mein Gott. Jetzt geh in deine Abwehr, Mertesacker. Echt. Du nervst mich davon einfach nur an. Es bleibt nach wie vor du nervst. Und jetzt, wenn sich das wieder ein bisschen alles akklimatisiert hat, schaue ich mal, ob ich dann gucken kann, an welcher taktischen Einstellung das liegt, dass der sich hier vorne rumtreibt. Oh, der war doch mal gut. Völlig verzogen, ich bitte euch. Der war leicht daneben, aber der war ja auch Volley. Das kann schon mal passieren. Völlig verzogen. 20 cm am Pfosten vorbei. So, dann aktiviere ich jetzt mal als erstes das Y. Mal schauen, ob der Mertesacker gleich wieder nach vorn gestürmt kommt. Der fühlt sich vermutlich bei jeder Einstellung angesprochen. Hallo, ich bin der Peer, ich muss mit nach vorn. Nein, aber nein. Wie tragisch ist das denn? Das war schade. Zumindest haben die Stürmer und Mittelfeldspieler mal einen Angriff gemacht und nicht da. Herr Abwehrchef. Das ist da auch schon mal einiges wert. So, ich beobachte das noch kurz. Und dann aktiviere ich einfach mal die nächste Einstellung. Schau mal, wie es sich da verhält. Hey, grätschen sie einfach dazwischen. Schon ein bisschen frech. Oh, das war's natürlich raffiniert. Das war sehr raffiniert, aber ich habe ja einen Torwart. So, dann nehme ich jetzt mal das B. Ja, werf ihn doch. Werf ihn. Werf ihn. Er mag ihn nicht werfen. Schade. So geht's ja auch. Ungeworfen. Ja, da war wieder die Mitte zu war die Mitte. Und damit ist Halbzeit. Ich starte direkt die zweite Halbzeit. Und dann schaue ich mal, dass das jetzt noch was wird mit noch einem Tor zum Beispiel. Sonst ist es ja dann auch so ein bisschen langweilig. Oh mein Gott. Aber Mertesacker ist immer noch hinten. Das freut mich. Bin ich ja fast... ja, ich vermute einfach mal, dass das an der X-Einstellung liegt. Denn die war vorhin noch aktiv, obwohl ich das A schon ausgeschalten hatte. Als er noch mit vorne rumgewürscht ist.